Ja, uns freut es riesig, Schiliappi, dass du heute Abend hier bist, dass du den Weg von Basel hier unter die Räder genommen hast. Wenn wir im November gefragt hätten, wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen. Dann bist du gerade ganz frisch gefoult worden und hättest wahrscheinlich schlecht hierher kommen. Erste Frage, wie geht es heute dir nach deiner schweren Verletzung? Merci d'abord de m'avoir invité à ce rendez-vous. Danke zuerst zu allererst, dass ihr mir eingeladen habt. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Mir geht es sehr gut durch Gottes Gnade. Kannst du schon wieder voll trainieren und wird es schon gleich möglich sein, wieder im Ernstkampf einzusteigen und am FCZ noch etwas zu helfen? Mais j'ai reçu récemment presque le OK du docteur pour pratiquement tout faire. Ich habe gerade vorletzt praktisch das grüne Licht bekommen vom Doktor, dass ich praktisch wieder alles machen darf. Es freut uns sehr, und dass wir noch so einen Einblick haben, was passiert ist um das Foul herum und wie es dir geht. Letzte Woche hat die SRF einen kleinen Ausschnitt über deinen momentanen Zustand gebracht. Wir würden das gerne auf Video anschauen miteinander. Schiliappi auf dem langen, mühevollen Weg zurück. Es ist ein beschwerlicher, schweißtreibender Prozess. Er muss sich langsam wieder an die Bewegungen und an den Ball gewöhnen. 5,5 Monate nach dem schweren Unfall kann Schiliappi wieder lachen. Mir geht es sehr gut. Ich bin immer besser. Ich bin sehr froh, auf dem Platz zu stehen. Und ich bin auf dem guten Weg. Sein rechtes Knie war extrem beschädigt. Kreuzband, Innenband, Meniskus, Knorpelschäden und. Es grenzt an ein Wunder, dass Jappi schon wieder so weit ist. Geholfen haben Schiliappi auf diesem komplizierten Weg nicht nur die medizinischen Spezialisten, sondern auch seine Einstellung zum Leben. Jappi ist ein sehr gläubiger Mensch und für ihn war klar, dass Gott ihm helfen würde. Das gibt ihm Zuversicht. Meine Ziel ist, die Trainingslage mit der Mannschaft zu machen. Aber das Traum ist, wieder aufs Spiel zu sein. Das ist mein Traum im Moment. Die Verantwortlichen wissen, was sie an ihm haben. Das haben wir eigentlich gesagt, als er gekommen ist. Er hat gesagt, super, nur schon deine Präsenz ist für uns sehr wichtig in einer Situation, wo es nicht so gelaufen ist jetzt in der letzten Woche, wo wir von den Resultaten her uns auch schwer getan haben. Das ist am Schiel seine Art als Mensch wirklich sehr wichtig für uns. Und ich bin froh, dass er dann da seine Energie uns wieder überbringen kann, wie er es in der Vorrunde gemacht hat. Die Bilder des brutalen Fouls hat Jappi oft gesehen. Doch dem Täter, Sandro Wieser, macht er keine Vorwürfe. Wir sind immer Kollegen, wir können einmal noch uns treffen. Warum nicht? Vielleicht zusammenzuspielen, man weiß nie. Aber ja, Sandro ist ein guter Kollege für mich. Schiliappi kann also wieder lachen. Das ist nicht selbstverständlich nach dieser schweren Verletzung. Seine positive Natur hilft ihm, sodass er sagen kann: Ich weiß, dass die Zeit kommt, wo ich kann wieder Vollgas geben. Ich denke, du kannst dich sehr gut an das Foul damals erinnern. Und ich nehme an, dass das sehr, sehr schmerzhaft war damals, wo das Knie so drangsaliert wurde. Was für mich erstaunlich war, du hast keinen Moment, so hast du das gesagt, Wut auf den Übeltäter Sandro Wieser gehabt. Du hast gesagt in Interviews, dass du ihm schon längstens vergeben hast. Ist das wirklich wahr? Gar keine Wut? Oui, vraiment aucun sentiment négatif à l'égard de Sandro. Ja, wirklich, ich habe gar kein negatives Gefühl vis-à-vis von Sandro. Es ist vergeben. Honnêtement, à aucun moment, je n'ai pensé à Sandro. Ich habe nie müssen nachtragend sein.
Mais bizarrement, c'était à Dieu que je pensais tout de suite après avoir reçu le coup. Erstaunlicherweise ist es, gerade nach dem Schlag musste ich an Gott müssen denken und nicht an Sandro. Et donc je me posais beaucoup de questions. Ma discussion était plutôt avec Dieu et pas avec Sandro. Also, ich habe mir sehr viele Fragen gestellt und habe mehr mit Gott geredet als mit Sandro. Donc pour vous dire, pour moi, ça n'a pas été difficile de pardonner à Sandro, parce qu'à aucun moment je n'ai vraiment voulu avoir de sentiments négatifs à son égard. Mm-hmm. Darum kann ich euch wirklich sagen, heute, es ist für mich auch nicht schwierig, Sandro zu vergeben, weil ich habe keinen Moment irgendwie negative Gefühle hatte und Rechtgefühle ihm gegenüber. Mon sentiment, c'était tout de suite d'être, quelle que soit la situation, être en accord avec Dieu. Das Gefühl hatte ich, oder Wunsch hatte ich, ist, dass ich, egal wie die Situation ist und rauskommt, dass ich in Frieden kann sein mit Gott. Et donc c'est ce qui m'a aidé, c'était ça mes premières pensées, juste après la blessure. Und das waren meine ersten Gefühle, meine ersten Gedanken nach dem Schlag. Und das ist das, was mich durchgetragen hat. Wir spüren, Gott spielt eine unglaublich wichtige Rolle in deinem Leben. Und wir merken auch, dass es dir geholfen hat, Sandro Wieser eben wirklich zu vergeben. Aber das war nicht immer so gewesen. Wenn man ein bisschen zurückschaut in dein Leben, dann merkt man, dass du ja nicht immer mit Gott bist unterwegs gewesen. Du bist in der Elfenbeinküste aufgewachsen, heute übrigens glücklich verheiratet, 3 Kinder, ist richtig. Ja. Und du bist bei der Auswahl von der Fußballakademie von Abidjan, das habe ich noch müssen üben im Voraus, dass ich das richtig ausspreche, hast du nachher den Schritt nach Europa gewagt und hast zuerst Belgien, Nantes gespielt und nachher bist du zu IB gekommen, was uns natürlich ganz besonders gefreut hat. Wie sind deine Erinnerungen an deine erste Zeit bei IB? J'ai passé de très bons moments à IB et je ne cesse de le dire. Also, ich habe ganz gute Zeit erlebt bei IB und ich werde nie müde, das immer wieder zu wiederholen. Es war wirklich ganz eine gute Zeit gewesen. Malgré toute l'histoire qu'il y a eu sur mon transfert à Bâle, je garde toujours de très bons souvenirs de mon passage à Berne. Trotz allen Geschichten, die es gab, als ich nach Basel transferiert wurde, behalte ich gerne sehr gute Erinnerungen an die Zeit, in der ich bei IB gespielt habe. Man spürt die Fans, also die haben die noch heute gern. Ich finde das wunderschön. Du hast 131 Spiele für IB absolviert, 15 Goal gemacht. Und aufs Mal ist es dir nicht mehr so gut gegangen. Du hast damals private Probleme gehabt. Kannst du da etwas dazu sagen? C'est vrai que pendant que je jouais à Berne, j'avais d'autres soucis. Bien sûr, extra sportif. In dieser Zeit, ist es wahr, in dieser Zeit, wo ich zu Bern habe gespielt, hatte ich eigentlich ganz andere, mehr private Sorgen gehabt, Probleme gehabt. Et c'est dans cette période-là, après pas mal de rebondissements, que aujourd'hui je suis chrétien, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Und es war in dieser Zeit, natürlich mit viel Höchst und Tiefs ist es nachher passiert, dass ich Christ geworden bin, aber ich werde das noch in Detail erzählen. Aber die Probleme damals, die sind ja immer grösser geworden und du hast nachher sogar die Ausweg im Okkultismus gesucht. Wie hat das ausgesehen? Was habt ihr da gemacht? Vous savez, comme beaucoup de jeunes dans le monde, ihr wisst vielleicht, dass viele junge Leute in der Welt. Je voulais gagner de l'argent. Han ich wollte reich werden. Je voulais être connu. Han ich wollte berühmt werden. Je rêvais d'être footballeur professionnel. Ich habe geträumt, Profi-Fußballer zu sein. Et donc j'ai très tôt pu atteindre mon rêve. Und sehr früh habe ich schon meinen Traum eigentlich erreichen. J'ai eu pratiquement tout ce dont
Je rêvais. Also habe ich eigentlich alles erreicht, wovon ich geträumt habe. Donc pour moi, la vie, c'était avoir de, beaucoup d'argent. Also für mich das Leben war es, viel Geld zu haben, reich zu sein. Avoir de belles copines. Schöne Frauen dürfen zu haben. Avoir de belles voitures. Schöne Autos. Et être connu partout où j'allais. Und berühmt sein, überall, wo ich herkomme. Et c'est ce que je vivais. Und das habe ich erlebt. Et pour moi, c'était ça, la vie. Und das war für mich das Leben gewesen. Jusqu'à une période où j'ai commencé à être blessé. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich bin verletzt worden. Et c'était pendant que j'étais à Ben en 2008 environ. Und das ist in meiner Zeit, wo ich zu Ben habe gespielt, zu 2008 ungefähr. Non, je me suis trompé. Plutôt en 2006. Ah, Ende 2006. Et donc j'avais des blessures qui m'empêchaient de jouer. Also bin ich so eigentlich verletzt gewesen, dass ich nicht mehr spielen konnte. Et donc, vu que je jouais moins, je gagnais moins d'argent aussi. Also folgedessen habe ich auch weniger verdient. Et en cette période-là, j'avais moins de succès auprès des filles, c'était bizarre. Und komischerweise habe ich dann auch bei den Frauen weniger so Anklang gefunden. Et donc, je dilapidais aussi tout l'argent que j'avais. Und das Geld, das ich hatte, habe ich einfach verputzt. Et tout ça en même temps m'a créé beaucoup de problèmes personnels. Und das alles auf das Mal, all die verschiedenen Faktoren, die zusammen sind, haben mir dann ganz viele persönliche Probleme gegeben. Et c'était de la dépression pour moi. Und das war eine richtige Depression für mich. Je n'arrivais pas à trouver de solution pour retrouver cette gloire que j'avais. Ich habe keine Lösung gefunden, wie dass ich wieder zu der Ehre komme, die ich hatte, die Berühmtheit, das, was ich hatte, habe ich wie verloren. Et je me suis rendu compte que on peut être connu. Aber ich habe oft mal gemerkt, dass eigentlich kann man berühmt sein. Sans être connu. Ohne, dass man einen kennt. Parce que devant les gens, on montre un bon visage. Weil vordüren zeigt man einfach so gute Miene. Et personnellement, on souffre beaucoup. Und in einem Innen geht es ganz schlecht. Man leidet eigentlich. Et donc, j'ai cherché des solutions jusqu'à entrer dans l'occultisme. Also habe ich dort eine Lösung gesucht, weil es mir nicht gut ist gegangen, bis es zum Okkultismus gegangen. Donc, sur le conseil de quelques amis, je suis rentré dans le monde occulte. Also, ein paar Freunde haben mir das geraten und so bin ich dann nachher in Okkultismus gekommen. Et donc là, pendant deux ans, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Und da während zwei Jahren habe ich sehr viel Geld gebraucht. J'ai fait beaucoup de sacrifices qu'on me demandait. Habe sehr viel geopfert, was man von mir hat verlangt. Et au lieu d'avoir des résultats, ma situation devenait de plus en plus difficile. Anstatt dass ich gute Erfolg hatte, Ergebnis hatte, ist gäng wie mehr bergab gegangen mit mir. Et malheureusement dans l'occultisme, j'ai pas eu de solution, j'ai pas eu de réponse à ce que je cherchais. Und leider habe ich keine Antwort gefunden nach der Frage, die ich in mir hatte im Okkultismus. Du hast gesagt, eben vordüren bist du wahrscheinlich immer noch der Fußbauer gsi, aber ganz tief ist es schlecht gegangen. Wie viel hat es damals von IB gewusst, dass es dir so schlecht geht? Mais ceux qui me voyaient savaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais ils ne savaient pas quoi. Also die mit mir gespielt haben, haben gesehen, die haben gemerkt, dass etwas mit mir nicht stimmt, aber sie haben nicht gewusst, was. C'est des problèmes qu'on ne peut pas expliquer à tout le monde. Das sind so ziemlich persönliche Probleme, wo man nicht einfach allen kann erzählen. Et l'homme a sa fierté. Étant fier, on n'aime pas parler de nos soucis. Eben, und so ist man stolz eigentlich auch als Mann, als Schütteler, und man tut nicht gerne von den Problemen reden. Donc c'est comme ça que j'ai caché ces problèmes-là pendant pratiquement 3 ans. So habe ich dann 3 Jahre lang das Ganze versteckt. Et donc, personne n'a su vraiment ce que je vivais réellement. Und niemand hat richtig gewusst, was in mir innen ist passiert und was ich richtig gelebt habe. Du hast uns auch gesagt, dass es nachher immer schlechter gegangen ist und so weit gekommen ist, dass du auch Suizidgedanken hast.
Wie war das für dich, wo es nachher so ganz tief war, dass du dir am liebsten hättest wollen, ein Leben nehmen als, eigentlich als erfolgreicher Sportler? Mein Gefühl, das passt wie nicht zusammen, aber wie ist dir das da gegangen? C'était vraiment une période très difficile parce qu'il fallait combiner les problèmes que j'avais avec mon travail. C'est wirklich eine schwierige Zeit gsi, weil ich habe zwei Leben gehabt. Ich musste das kombinieren, meine privaten Sorgen und meine Arbeit. Donc c'était pas évident. Es ist gar nicht selbstverständlich gsi. Et ça devenait tellement difficile pour moi. Und der Druck ist so stark gekommen, es ist sehr schwierig geworden für mich. Parce que j'avais fait du football, de l'argent et de la gloire ma vie. Es ist schwierig geworden, weil ich eben vom Fußball, vom Geld und vom Berühmtsein habe ich das einfach, eigentlich ist das mein Halt gewesen. Et comme je n'arrivais pas à retrouver tout ça, j'étais vraiment déstabilisé. Und weil ich das nicht mehr hatte, auf einmal, dann bin ich ganz schön jetzt Et finalement, j'ai eu même des pensées de mettre fin à mes jours, de me suicider pour vraiment arrêter tout ce processus. Und darum ist es so weit gekommen, dass ich sogar habe überlegt, meinem Leben ein Ende zu setzen und ganz starke Suizidgedanken hatte. 2008 hat es nachher eine Wende gegeben in deinem Leben. Du bist nachher eine Frau in dein Leben getreten, die Jesus kennt hat. Mich würde es interessieren, was ist da nachher passiert? C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup de copines. Ja, stimmt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich viele Freundinnen hatte. Et parmi ces copines, il y avait une qui était chrétienne. Eine davon war gläubig à Jesus. Et pendant cette période difficile, là, je l'avais perdue de vue. Und während der schwierigen Zeit habe ich sie aus den Augen verloren gehabt. Et comme je l'aimais encore, je suis retourné vers elle. Und weil ich sie noch gerne hatte, bin ich wieder zurück zu ihr. Et c'est elle qui m'a proposé de l'accompagner à l'église. Und sie hat mir den Vorschlag gemacht, mit ihr in die Kirche zu gehen. Elle avait vu que je souffrais. Sie hat gemerkt, dass ich leide. Et elle m'a conseillé de l'accompagner à l'église. Und sie hat gefunden, ich soll sie begleiten. Et c'est quand je l'ai suivi d'abord par amour. Und das ist dann, wo ich sie habe geleitet, zuerst nur aus Liebe zu ihr. Et après j'ai rencontré un autre amour. Dann habe ich eine andere Liebe entdeckt. Et j'ai rencontré Jésus à l'église. Habe ich Jesus gelernt kennen in der Kirche. Halleluja. Wie hat dir nachher ganz konkret der Glaube an Jesus geholfen? Was hat Jesus können, wo vorher der Okkultismus nicht hätte können? Also was hast du bei Jesus nachher bekommen? Il faut dire que Jésus a été très concret avec moi. Ich muss sagen, dass Jesus sehr konkret ist worden mit mir. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pendant toutes ces années. Was ich noch nicht habe gesagt, ist, dass während all diesen Jahren. Comme beaucoup de jeunes peuvent l'être. Wie viele junge können sie? Dans cette période, j'étais aussi accro à la pornographie. Bin ich in dieser Zeit sehr abhängig gsi von Pornografie. Et ça aussi, c'était comme de l'esclavage pour moi. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Es ist für mich wie Sklaverei gsi. Ich bin nicht frei worden davon. À partir du moment où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. In dem Moment, wo ich Jesus begegnet bin, mes problèmes que j'avais ont commencé à se résoudre les uns après les autres. Probleme, wo ich hatte, haben sich anfangen zu lösen, eins nach dem anderen. J'ai été délivré tout de suite de la pornographie. Ich bin auf einen Touch quasi einfach frei geworden von der Pornografie-Sucht. Les petites blessures qui me gênaient ont tout de suite disparu. Die kleinen Verletzungen, die ich hatte, sind sofort weg. J'ai reçu un nouveau cœur qui a fait que j'ai arrêté tout ce qui était dans ma vie de mauvais. Ja, wie ein neues Herz bekommen, so hat es einfach Auswirkungen gehabt, dass ich alles aufgehört habe, was schlecht war in meinem Leben. Pour résumer, je voudrais dire que tout ce que j'ai cherché pendant tout ce temps dans le monde occulte, que je n'ai pas pu avoir,
Je l'ai eu en Jésus Christ. Also für zusammenzufassen, all das, was ich gesucht habe im Okkultismus und so, und in diesen 3 Jahren habe ich in Jesus gefunden. Wie spürst du, liebst Jesus, du hast ihn gern und er dich auch. Was würdest du diesen jungen Leuten hier sagen, wenn du ihnen würdest anraten, die vielleicht denken, ja, der Glaube, das ist doch etwas für alte Leute und nicht für junge. Was würdest du denen anraten? Ben, c'est simple. J'étais comme tous les jeunes qu'on dirait normaux. Das ist ganz einfach. Ich bin einfach ganz ein normaler junger Typ gsi, wie alle. Je connaissais aussi des chrétiens, mais je les trouvais un peu bizarre. Ich habe so gläubige Leute, so Christen auch kennt, aber ich habe gefunden, sie sind ein bisschen komisch. Je me disais qu'ils ne profitaient pas de la vie. Ich habe gefunden, sie können das Leben nicht richtig geniessen. Et que nous on vivait la vraie vie. Und dass ich aber das Leben richtig geniessen konnte. Mais la Bible dit que Jésus est venu redonner la vue aux aveugles. Aber die Bibel sagt, dass Jesus ist gekommen, damit die blind sind, wieder sehen. Et j'étais aveugle. Und ich war richtig blind gsi. Je ne comprenais rien. Ich habe nichts verstanden. Mais quand j'ai rencontré Jésus, aber als ich Jesus begegnet bin, mes yeux se sont ouverts. Sind meine Augen auf das Mal haben. J'ai commencé à comprendre la vie. Ich habe auf das Mal das richtige Leben verstanden. Et je suis plus heureux qu'avant. Und ich bin viel glücklicher als vorher. Et ce que je veux dire aux jeunes, was ich den Jungen möchte sagen, c'est que ne pas connaître Jésus mène à 2 voies. Also, wenn man Jesus nicht kennt, führt es zu 2 Wegen. Vous ne vivez pas la vraie vie. Ihr verpasst das richtige, das wahre Leben. Et vous courez un danger. Und ihr seid in Gefahr. Ce qu'on appelle l'éternité. Wegen der Ewigkeit. Je suis toujours jeune. Ich bin immer noch sehr jung. J'ai Jésus dans ma vie. Ich habe Jesus in meinem Leben. Ça ne m'empêche pas d'être heureux et de jouir de la vie. Wegen dessen bin ich gleich glücklich und genieße das Leben. Vous ne savez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, die Jesus nicht kennen, wissen es nicht, ce que vous ratez. Was ihr verpasst. Es serait dommage de vivre sans Jésus. Es wäre ganz schade, wenn man ohne Jesus durchs Leben geht. Et aussi dangereux pour vous. Et sogar auch gefährlich. Gilles Appi, merci viel, viel mal für den Einblick, auch den ganz ehrlichen Einblick in dein Leben. Wir wünschen dir von ganzem Herzen viel Erfolg, dass du gleich wieder auf dem Fußballplatz stehen kannst. Und vor allem, dass du die Hoffnung, die du entdeckt hast in Jesus, noch ganz vielen Menschen kannst weitergeben kannst. Das ist schlussendlich das Grösste. Merci viel mal. Danke.